Heute werden wir die letzte Einheit zur Jahreslosung haben. Liegt auch daran, dass mein Computer nur Liebe hoch 2 und hoch 3 schreiben kann. Liebe hoch 4 kriege ich nicht eingetragen. Nein, ich glaube, das ist gut, dass wir uns im Januar einmal intensiver mit der Jahreslosung beschäftigt haben. Und hoffe einfach, dass das mitgeht in den Februar, in den März, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern können. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wir haben zu Beginn in der ersten Predigt dazu ja festgestellt, dass es offenbar sehr wichtig ist, wo wir uns verankern. Also, ob wir unsere Identität, unseren Selbstwert versuchen, irgendwie aus dem herauszubekommen, was wir tun, oder ob wir uns den von Gott schenken lassen können. Wir konnten entdecken, dass ja zu lieben erstmal eine Willensentscheidung ist. Eine Willensentscheidung, die den anderen im Mittelpunkt hat, die sein Wohl im Blick hat. Und dann sind wir einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, sich dahingehend zu verändern, das ist gar nicht einfach. Das eigene Verhalten zu verändern, schlechte Angewohnheiten sein zu lassen, das ist ganz schön schwer. Und wir konnten entdecken, dass eine der wichtigsten Fragen die nach deinem Mittelpunkt dort ist. Vielleicht erinnerst du dich an das Bild vom Zirkel. Wo verortest du dich? Oder ist die Zirkelspitze, bist du das selbst? Vertraust du Gott, dass er sich um dich kümmert, oder drehst du dich immer nur um dein eigenes Ding? Dort, wo Jesus Mittelpunkt ist, da kann er uns helfen, gute Veränderungen Stück für Stück umzusetzen. Und da steht nicht mehr der Perfektionismus im Mittelpunkt, sondern dass die Stoßrichtung von dir stimmt. Heute nun also lieben hoch 3, Verantwortung übernehmen. Wie können wir diesen Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, wie können wir den gut umsetzen? Wie weit kommen wir damit eigentlich, wenn das deine Lebenshaltung ist? Und was hat dein Gegenüber vielleicht davon, wenn du versuchst, diesen Vers zu leben? All das sind Fragen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Und zunächst fand ich, ist es erstmal wichtig festzustellen, in diesem Vers steckt alles drin, was einen Christen ausmacht, obwohl der so kurz ist. Wenn alles, was du denkst, was du sagst, was du tust, in Liebe geschieht, dann wird es sichtbar werden. Das hat dann etwas damit zu tun, ob wir einander annehmen und akzeptieren. Das hat etwas damit zu tun, ob du die Schwächen der anderen versuchst auszugleichen oder ob du sie eher versuchst auszunutzen. Dann wird es konkret, ob wir füreinander da sind oder lieber schlecht über den anderen reden. Und so ließe sich noch viel mehr aufzählen, wie dieser Vers ganz konkret in unserem Alltag umgesetzt werden kann. Was er bedeutet, wenn Paulus schreibt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In diesen Predigteinheiten haben wir schon festgestellt, wenn das mal so einfach wäre, oder? Ich habe mich gefragt, wie weit komme ich wohl mit diesem Jahresmotto, mit diesem Spruch? Schaffe ich den Monat Januar damit? Oder schaffe ich das bis zum Ende dieses Wochenendes? Ein Gott sei Dank, heute ist Sonntag. Oder vielleicht kommst du mit diesem Vers auch nur bis ins Kirchencafé nachher um die Ecke. Ich glaube, dass dieser Vers als Jahresmotto so lange gut klingt, bis du auf diesen einen Menschen triffst, der offenbar darauf programmiert ist, dich in Rage zu bringen. Ich weiß nicht, ob du so einen Menschen hast. Das sind nicht viele, aber ich glaube, jeder und jede von uns hat mindestens einen Menschen, wo er sagt, der schafft das innerhalb von 5 Minuten, mich auf die Palme zu bringen oder schneller. Vielleicht bist du selber auch einer von denen. Vielleicht bin ich der Mensch, der dich in Rage bringt. Ich weiß es nicht. Aber es gibt diese Menschen. Du und ich, wir sind wahrscheinlich auch welche für andere. Da ärgerst du dich, da verdrehst du innerlich schon die Augen, wenn nur ein Hallo um die Ecke kommt.
Schon erstaunlich, oder? Ich glaube, wir alle, wenn wir in den Spiegel gucken, würden wir sagen, naja, eigentlich sind wir ja ganz besondere und nette Menschen so. Und dann, ja, dann gibt es die Leute, die wissen ganz genau, wo deine Zündschnur ist. Und die zündeln da auch noch dran und das funktioniert. Es gibt Menschen, die sagen oder tun genau das, was dich ärgert, was dich wahnsinnig macht oder wütend macht. Vielleicht von denen du am Ende sagst, ja, wir zwei, wir können einfach nicht gut miteinander. Es ist so. Das ist doch die Realität, in der wir leben. Und jetzt kommt Paulus um die Ecke und sagt, alles, was du tust, das geschiehe in Liebe. Ja, schönen Dank, oder? Kann doch unmöglich für alle gelten. Ich glaube, dass die ersten Leser dieses Briefes von Paulus, wo dieser Vers ja dann fällt im ersten Korintherbrief, genau das gedacht haben. Paulus, das kann unmöglich für alle gelten. Also für in der Gemeinde, oh, aber auch da ist schon schwierig, aber für alle Menschen, Paulus, dein Ernst? In der Gemeinde in Korinth gab es Streit. Das war eine streitsüchtige Gemeinde. Da waren unterschiedliche Meinungen über die richtige Art und Weise, wie du als Christ zu leben hast. Also was du machen sollst und was du auf gar keinen Fall machen darfst. Und die Menschen, das waren ein bunter Haufen, die waren völlig unterschiedlich geprägt. Es gab diejenigen, die sich zum Judentum vorher gehalten haben, bevor sie Christen geworden sind. Und es gab so Leute, die waren in dieser Stadt Korinth verankert, auch mit ihrer Biografie. Das waren Griechen, die haben vom Judentum keinen Plan gehabt, haben sich dann zu Christus bekehrt und die haben ganz anders getickt. Die waren geprägt von den Mysterienkulten, von Götterverehrung, von dem, was halt im griechischen Staate damals so üblich war. Und die Frage stand im Raum, wie lebe ich denn jetzt diesen neuen christlichen Lebensstil? Wie soll das funktionieren? Muss ich mich jetzt wie die strenggläubigen Juden vorher beschneiden lassen? Was ist mit den Speisegeboten? Gelten die für mich oder nicht? Am Ende standen sich in Korinth zwei Gruppen gegenüber, die einander verachtet haben. Die eine Gruppe hat die Enge der anderen Gruppe abgelehnt. Und diese wiederum unterstellten den anderen, ja, ihr nehmt es ja mit dem Glauben nicht ernst. Das ist ja alles viel zu liberal. Das war die Situation in Korinth. Der eigene Stil, der wurde hochgehalten. Und der andere wurde nicht nur nicht akzeptiert, sondern der wurde verurteilt, verhöhnt, verachtet. Das ist der Stoff, den eine Gemeinschaft braucht, wenn sie sich sprengen möchte. Das ist etwas, was selbst die Gemeinde Jesu Christi an den Rand der Sprengung bringt, wo Einheit auf einmal schwierig ist zu leben. Und Paulus musste handeln, er musste ermahnen, musste warnen und vor allem, und das finde ich das Schöne bei ihm, er hat immer erinnert an etwas. Er erinnert mit diesem Satz, alles was ihr tut, geschiehe in Liebe, der ja auch durchaus ermahnt um die Ecke kommt, aber er erinnert damit an denjenigen, der zuerst geliebt hat. Nämlich Gott selber. Für Paulus steht, egal bei welchem Thema es geht, in seiner Argumentation immer das Kreuzesgeschehen im Mittelpunkt. Manchmal spricht es direkt an. Manchmal merkst du auch einfach nur, wenn du diese Verse liest, das war aber da im Hintergrund. Das ist das, worauf Paulus hinaus will. Und auf diesen Christus verweist er hier indirekt in diesem Vers. An einer anderen Stelle im Römerbrief, und ich möchte die heute mit dazu nehmen, weil es da so konkret wird mit dieser Jahreslosung. An einer anderen Stelle im Römerbrief schreibt Paulus, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und zwar zum Lobe Gottes, so macht das bitte. Ja, wenn das nicht die konkrete Umsetzung von alles, was ihr tut, geschehe in Liebe ist, weiß ich auch nicht mehr. Das heißt, Paulus fragt die Gemeinden damals und auch uns heute hier, bist du nicht selbst von Gott angenommen worden? Mit all dem, was dich ausmacht?
Und weil das so ist, sagt Paulus, das ist für mich der fundamentale Grund für Liebe, für Toleranz und für Akzeptanz. Weil jeder und jede, der in diesen Gemeinden sitzt, das schon selbst erfahren hat, angenommen hat, dass er von Christus bedingungslos angenommen worden ist. Und das ist es, was alle miteinander verbindet. Es ist dieses Ja, das Christus zu dir und zu mir gesprochen hat. Egal welcher Herkunft du bist, egal welcher Prägung, welcher Hautfarbe, ob du mit viel Schuld aus menschlicher Sicht oder weniger Schuld gekommen bist, ob dein Leben gelungen ist oder ob du sagst, pass mal auf, wo ich überall gescheitert bin, da kann ich ein Buch mitfüllen. Gott hat die Schwachen aufgerichtet. Deine Annahme durch Christus, die ist unverdient, die ist nicht erarbeitet, sie ist ein Geschenk Gottes. Und deswegen sagt Paulus, dann tu es doch bitte so, wie er das gemacht hat. Das griechische Wort, was hier für annehmen steht, das bezeichnet ursprünglich ein gemeinschaftsstiftendes Verhalten. Gastfreundschaft für Mitchristen. Auch für die, die eine völlig andere Erkenntnis haben als du. In einer englischen Bibelübersetzung, das fand ich ganz passend, heißt es, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Das heißt, heißt doch den anderen so willkommen, wie Christus dich willkommen geheißen hat. Ja, dieser Vers bezieht sich als allererstes mal auf den Umgang innerhalb der Gemeinde, weil das ist unser Übungsfeld. Hier soll das gelingen. Christus ist die Mitte und er hat alle bedingungslos angenommen. Und jeder ist in seiner Erkenntnis in irgendeiner Weise beschränkt. Er hat ja nur seine eigene. Und das ist der Grund, weshalb wir einander brauchen. Christus ähnlicher zu werden, das ist ein Gemeindeprojekt. Das kannst du nicht alleine. Wir brauchen einander. Und wenn dort, wo Christen das begreifen und mit Christus gemeinsam auf dem Weg sind, ja, da können sie am Ende nur Gott loben. Weil er so verschiedene Menschen wie dich und mich zusammengerufen hat und zusammengestellt hat. Und doch, das wisst ihr auch, gibt es Situationen, da scheinen Positionen so unvereinbar nebeneinander zu stehen. Und wenn wir ehrlich sind, sind das oft gar nicht so die großen Streitfragen, sondern mehr so die alltäglichen kleinen Ärgernisse, die Einheit belasten. Das ist in der Gemeinde so. Das ist in deinen Freundschaften, in deiner Ehe vielleicht so. Es sind die kleinen Dinge, wo sich Sachen entzünden. Da hat einer immer recht. Da trödelt einer immer rum. Da ist einer, der sich nie an Absprachen hält. Da ist einer, naja, der schwätzt gern auch mal hinten rum. Und das sind doch genau die Momente, wo wir merken, welche große Herausforderungen hinter diesem einzigen Satz, hinter diesem einzigen Vers der Jahreslosung stehen. Wir sind von Jesus eingeladen, diese Unterschiede auszuhalten. Erst recht hier in der Gemeinde. Und weil Jesus es ist, der uns verbindet, können wir alle einander uns an seinem Tisch willkommen heißen. Denn das stimmt ja auch. Nehmt einander an, heißt ja nicht, dass Unterschiede oder Andersartigkeit einfach geleugnet werden. Nein, wir sollen sie wahrnehmen, aber sie sollen uns nicht trennen. Wir sind eine bunte Gemeinde. Ich glaube, wir könnten sogar noch viel, viel bunter sein. Und wir würden das aushalten. Ich freue mich darüber, dass wir das erleben können. Und doch, glaube ich, ist es ein Lernfeld, immer wieder miteinander diese Vielfalt auszuhalten, sie fruchtbar zu machen in unserer Gemeindearbeit, in dieser Stadt, in der wir leben. Einander willkommen zu heißen, einander mit Liebe zu begegnen, das ist viel mehr als Toleranz, wo es letztlich ja dann häufig doch so ist, dass jeder einfach nur in seinem Lager bleibt und sagt gleichgültig, naja, jeder soll halt das glauben oder auf die Art und Weise leben, wie er denkt. Das verwechseln wir ja häufig
und denken, es wäre Toleranz, wenn wir so denken würden. Nein, annehmen ist etwas, wo ich mich mit dem anderen auseinandersetze und ihn eben annehme und nicht einfach nur stehen lasse und sage, naja, bleib aber, geh mal an den anderen Tisch, passt schon. Ich muss die Erkenntnis des anderen nicht teilen. Ich muss die noch nicht mal gut finden. Aber durch Christus wird mir diese Gemeinschaft ans Herz gelegt. Gemeinde ist selten homogen. Das, was sie homogen macht, ist die gemeinsame Liebe und Zuwendung zu Gott. Diese Jahreslosung, die reicht über unseren Gemeindehorizont hinaus. Es ist nämlich der Horizont der Liebe Gottes und in den sind alle Menschen eingebunden. Vielleicht sind das zwei wichtige Sätze, die wir heute unserer Gesellschaft mitgeben können, die wir neu leben müssen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe und nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Diese Ermahnung, diese Aufforderung an die Gemeinden in Rom und in Korinth vor gut 2000 Jahren, die haben an ihrer Brisanz, an ihrer Relevanz nichts verloren. Da kommen Menschen in den letzten Jahren, ja im letzten Jahrzehnt vermehrt zu uns, aus anderen Ländern, aus Situationen von Krieg, von Not, von Unterdrückung. Menschen, die oft traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Wie klingen hier die Worte der Jahreslosung für uns? Doch wie ein Ruf, Ängste, Berührungsängste, die da sind, zu überwinden, oder? Meist ist es ja unsere Angst, die uns dazu bringt, zu sagen, soll alles bleiben, wie es ist? Soll jeder da bleiben, wo er ist? Angst ist kein guter Ratgeber. Und doch arbeitet gerade eine Partei in Deutschland mit genau diesem Motivator der Angst. Der Angst, dass es für mich als Einzelnen am Ende nicht mehr reicht, wenn wir teilen. Der Angst, dass soziale Ungerechtigkeit, ja, dass die immer mehr werden wird. Die Angst, dass ich am Ende der Dumme bin und in die Röhre schaue. Wir haben eine Menge offene Fragen als Land zu klären. Die sind da. Und ja, es ist auch eine große Unzufriedenheit da. Und die ist hier und da auch echt nachvollziehbar. Aber bei all dem darf eine Sache nicht passieren. Nämlich, dass wir mit unserem Protest gegen so, wie es jetzt gerade ist, Menschen stärken, deren Hauptprogramm die Intoleranz ist. Wisst ihr, solche Bewegungen und Parteien wie AfD, die hat es schon immer gegeben in unserem Land. Vor ein paar Jahren gab es noch Pegida, könnt ihr euch daran erinnern? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ist noch keine 10 Jahre her. Und auch hier wurden die Ängste vor dem anderen, vor dem Fremden, vor dem Unbekannten, von dem, es wird nicht für alle reichen, genutzt, um Intoleranz, um Hass zu schüren. Ich glaube, dass die Überwindung der Angst als allererstes mit der Annahme beginnt. Annahme verändert, Annahme schafft Leben. Schön, wenn das Menschen begriffen haben und sich einbringen. Ich bin begeistert davon, in wie vielen Städten auch an diesem Wochenende wieder Menschen auf die Straße gegangen sind, um für ein buntes, für ein vielfältiges, für ein farbenfrohes Miteinander einzutreten. Für Toleranz, für Zusammenhalt und gegen ein, wir lösen die Probleme ganz einfach, indem wir mit dem Finger auf einen anderen zeigen. Ich finde es gut, dass das in unseren Nachrichten, dass da die Bilder laufen. Auch wenn ich von manchen schon gehört habe, oh, es ist mir alles zu viel Politik. Aber ich finde das wichtig, um in Deutschland und auch außerhand zu zeigen, dass es hier keine braune Mehrheit gibt, die unsere Meinung bestimmt. Und doch sind die wirklich wichtigen Dinge auch die, die im Kleinen passieren. Vielleicht die so unspektakulär um die Ecke kommen. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir nicht nur auf die Straße gehen, sondern im Kleinen versuchen, den anderen zu verstehen und zu gucken, wo wir helfen können.
den anderen ein Willkommensein erleben, erspüren zu lassen. Die Jahreslosung ermutigt uns auch, Verantwortung zu übernehmen. Und es zeichnet die Liebe ja aus, wie wir im Eingangsgebet auch schon gehört haben, dass sie nicht beim Wort bleibt, sondern die Tat folgen lässt. Überall dort, wo die Liebe treibende Kraft ist, da passiert Gottes Wille. Sogar bei Menschen, die Gott überhaupt nicht im Fokus haben. In jedem Händereichen, in jeder Umarmung, in jeder Tat, in jedem Wort, das dir vermittelt, du bist willkommen, bricht ein Stück Friede an. Das ist Gottes Vision einer neuen Erde, eines neuen Himmels, wo es keine Träne, keinen Schmerz und kein Leid mehr geben wird. Und dort, wo uns das gelingt, diesen Frieden zu versprühen, da sind wir dieser Zukunft, wie es einmal sein wird bei Gott, ein Stück weit näher. Da bauen wir sein Reich hier auf der Erde. Paulus erinnert uns, Christus hat dich als erstes angenommen. So macht das auch mit deinem Mitmenschen. Mit diesem Ja zu uns wendet Gott sich vorbehaltlos und liebevoll dir zu. In der Form, dass du an deinen Fehlern nicht zerbrechen musst. Deine Schuld muss dich nicht erdrücken, deine Ängste, deine Sorgen musst du nicht allein tragen. Du bist angenommen und kannst dich deshalb auch selbst annehmen. So wie du bist, mit allem, was du hast. Mit deinen Stärken, deinen Defiziten, mit deiner vielleicht gerade inneren Zerrissenheit und deinen Wünschen, die sich nicht erfüllen. Mit all den Macken, die du hast, mit deinen Minderwertigkeitsgefühlen oder deiner persönlichen Selbstüberschätzung, mit all dem kannst du zu Gott kommen. Er hat dich ja nicht ausgewählt, weil du so toll bist, sondern er hat dich angenommen, weil du sein Geschöpf bist. Darum sollen wir auch nicht auswählen, wen wir nun akzeptieren oder wer unter unserer Würde ist. Und wenn du nächste Woche wieder auf so einen Menschen triffst, wie wir ihn zu Beginn der Predigt beschrieben hast, der genau die richtigen Sätze sagt, um dich in Rage zu bringen, vielleicht schaffst du es ja, dich an diese beiden Sätze oder an die Jahreslosung zu erinnern und sagst zu dir selbst, nimm ihn an, nimm sie an, zumindest ein bisschen, einfach versuchen. Und wenn es zunächst nicht wirklich klappt, in der Regel haben wir Menschen einen längeren Weg vor uns. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir uns wieder begegnen. Ist unser Übungsfeld. Gott gibt dich nicht auf und den anderen auch nicht. Liebe hoch drei, Verantwortung übernehmen. Gott segne dich und mich dabei. Amen.